Ma kezdődik a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei egyetemista tábora, ami a legrégebbi hagyományokkal rendelkező rendezvényünk. 1989 óta minden augusztusban találkoznak a kárpát-medencei fiatalok. Bízunk abban, hogy mindenki jól fogja magát érezni, és jó kis barátságok és kapcsolatok tudnak majd kialakulni ez alatt az 5 nap alatt. Wie Sie sagen, die Zusammenarbeit zwischen der Konrad-Adenauer-Stiftung und dem Rákóczi-Verband hat eine sehr lange, eine sehr erfolgreiche Tradition. Und ich glaube, gerade für die Zukunft ist es besonders wichtig, junge Menschen zu fördern, zum einen fachlich weiterzubilden, junge Menschen zu vernetzen, aber auch den Charakter, die Persönlichkeit, die politische Einstellung, das Engagement zu fördern. Und das sind, glaube ich, wichtige Schnittmengen zwischen dem Rákóczi-Verband und der Konrad-Adenauer-Stiftung, wo wir beide die Stärken unserer Institution einbringen können.